Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, eine Welt. Wir reden mal mit Doc. Wir haben nämlich schon ein paar Sachen, die wir abgeben wollen. Ah, Yumi, du hast meinen Brief gelesen. Ganz ausgezeichnet. Kaum vorstellbar, dass ich diesen Brief gerade erst geschrieben habe. Du bist wirklich flink. Na, so schnell war ich auch wieder nicht. So, kann ich hier noch irgendwas Besonderes machen? Möchtest du etwas kaufen? Ich weiß nicht. Möchte ich denn etwas kaufen? Opal? Saphir? Rubine? Was gibt's hier noch so? Ahornholzeinrichtung, Steineinrichtung, Sternenlichteinrichtung. Großes Haus wäre natürlich ein Anfang, aber es kostet natürlich schon wieder einiges an Geld. 70.000 ist schon viel. Die Frage ist, wie viel bringt denn jetzt zum Beispiel der Opal? Ich mach das einfach mal, ne? Ich investiere jetzt hier mal fett. Mal gucken, wie viel ich dafür kriege. Naja, wenn du noch etwas brauchst, sag Bescheid. Alles klar, tschüss. Nennen wir schnell nach Kellison. Nein, ich sagte nach Kellison. Da besuchen wir nämlich jetzt den lieben Benny. Benny, wo bist du? Schauen wir mal. Hallo Benny, du müsstest doch hier unten irgendwo sein. Jedenfalls hoffe ich, dass da. Hi. So, du hast gebracht, worum wir gebeten wurdest. Gute Arbeit. Danke, dass du die Sachen besorgt hast, um die ich dich gebeten hatte. Jetzt können wir loslegen. Würdest du helfen, die Nachricht zu verbreiten, damit die Leute sich anmelden können? Ich würde mich freuen, wenn Leute von überall her kämen und dabei wären. Immerhin kann man ja kein Turnier ohne ein Publikum austragen, nicht wahr? Ich habe überlegt, selbst anzutreten. Das wäre eine gute Gelegenheit, die Tiere fortzuführen, die ich auf der Ranch habe. Nimmst du auch teil, Yumi? Oh, verflixt. Ah, ich habe noch gar nicht die Regeln erklärt. Um zu gewinnen, musst du zuerst die Kontrollpunkte und dann die Ziellinie als erstes überqueren. Es findet am 5. im Frühling und im Herbst statt. Samantha nimmt bis 10 Uhr Einmeldungen an. Wir nennen es Reitturnier, also kannst du auch mit Tieren antreten, die keine Pferde sind. Ich bin zwar ziemlich sicher, dass kein Tier schneller als ein Pferd aus Kellison ist, aber man weiß ja nie. Aber wenn du kein Reittier hast, kannst du auch nicht am Rennen teilnehmen. Das ging ja easy. So, da hätte ich auch Kontrolllinien und, okay, es klingt so, als ob ich 3 Runden laufen müsste. Okay, mach mal das. Warum auch nicht, ne? So, hi! Hey, Yumi! Ja, ich bin gerade krass in Kellison unterwegs. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch zeitlich, noch nach Lebkuchen zu gehen. Leider ist Beck zwischendurch verloren gegangen, aber ich laufe einfach mal den Weg. Vielleicht haben wir ja Glück und schließen die... Oh, Fuxi! Fuxi! Hi! Little Cutie! So, vielleicht haben wir ja Glück und schließen auch die Story in Lebkuchen ab. Aus der Hinsicht... Oh, ich muss noch eins haben, was hier steht. Eigentlich will ich was trinken, aber ich muss gerade immer wieder absetzen. Ja, dann können wir uns nämlich dann direkt dorthin teleportieren, wenn wir wieder was brauchen oder weiter wollen, weil dahinter ist ja noch eine Stadt. Ja, Haare überall. Das ist der Vorteil, der Nachteil, dass Frau immer lange Haare hat, dass man dann mal die Haare am Auge oder im Mund hat, wenn man nicht aufpasst. Tja, so, oh, schon spät jetzt, ne? Junge, gerade dachte ich so, ja, schaff's locker noch. Und jetzt renne ich hier gegen die Zeit, dass ich noch eine Cutscene mitbekomme. Oh mein Gott, lauf schneller. Wird super duper mega knapp. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Haben wir es geschafft? Yeah. Oh, was sollen wir machen? Ach, wir sind hier echt in einer Zwickmühle. Du kommst genau zur rechten Augenblick, Yumi. Plötzlich können wir kein Feuer mehr machen. Lara wollte Milch für ihren Käse aufkochen. Und ich habe versucht, mein Feuer im Ofen anzuzünden. Aber jetzt können wir weder Käse noch Brot herstellen. Die Kuh ist wieder richtig gesund geworden, sodass ich mich sehr darauf gefreut habe, aus ihrem Milch Käse herzustellen. Seltsam, dass sie kein Feuer machen können. Moment, waren die Ruinen der Erntewichtel nicht ein Ofen? Yumi, wir müssen uns dorthin begeben. Wir müssen den Ofen aufsuchen? Es geht wieder los. Und warum gehen wir nicht wenigstens hin und sehen nach Tristan? Gut, ich gehe, aber nur, weil du es gern möchtest, Laura.
Aber nur weil du das möchtest, Laura, sonst würde ich das nicht machen. Guck mal nach. Verschafft man das tatsächlich noch? Das war ja hier oben in der Ecke. Hi. Okay, anscheinend bin ich zu spät dran. Ups. Na gut. Dann halt nicht. Das Spiel verkackeiert mich. Ich finde Speichern nicht mehr eingestellt. Zurück nach Hause. Paar Sachen noch einpflanzen, dann sind wir auch. Die Tage gehen so schnell rum, ne? Es ist eigentlich fast unmöglich, hier richtig einmal durchzulaufen. So. Noch irgendwas? Mais. Lecker, lecker Mais. Nee, Kompost nicht. Hier noch was? Ah, Romana-Salat. Ein paar Mal nehme ich schon noch was mit. Ach stimmt, die Ananas, die hat man ja auch noch. Richtig toll. Noch was? Ja, die Rübi. Sehr schön. Das sieht eigentlich alles soweit ganz nice aus. Vom Anbaustil her. Ja, komm, egal. Machen wir hier unten noch weiter. Nee, ist eh nichts mehr da. Okay. Gut. Dann einfach mal wieder zurück ins Bettchen. Komm, wir speichern nochmal. Und zack. Schöne Musik. Oh, Sakuline hat Story of Seasons. Was man hier nicht alles liest. Ah, jetzt geht's weiter. Ich denke immer so, hä? Oh nein, Doc, was ist los? Hey, Junge, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich brauche zwei. Was hat denn der aber mit seinem weißen Oberschien? Er will immer diese weißen Oberschien haben. Junge, Junge, Junge. Okay, und Benny braucht zwei Rüben. Hier ist ja wieder was los. Heute stürmt's auch wunderschön hier. Das heißt, wir müssen uns eh nicht so viel Mühe auf dem Feld geben. Jedenfalls müssen wir nichts bewässern. So. Lass mal alles irgendwie hier aus dem Boden reißen, was wir brauchen. So. So. Okay, sehr gut. Und auch die Kirschis. Lecker, lecker Kirschis. Okay, dann gucken wir mal. Oh, Pfirsiche. So, gucken wir nach ein Tierchen und dann geht's auch los. Dann gucken wir mal nach Lebkuchen. Ihr seht ja alle sehr hungrig aus hier. Als ob euch gestern jemand vergessen hätte zu füttern. Und jetzt tun sie so, als ob sie nichts angeht. Kleine Lümmel, ihr. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich am besten hinkomme. Vielleicht reite ich vielleicht. Ah, das wäre auch gut, wenn ich einfach hinreiten würde mit Back. Backpack. So. So ist gerade. Schau, bist du gerade kurz unsichtbar geworden? Das wäre sehr gruselig, aber auch beeindruckend. Oh, ich bin eine Kuh. Okay. Muss auch gucken, wie viel die Opale bringen. Die habe ich ja immer noch bei mir. Oh. Und Ali. Hopp. Ich weiß gar nicht, ob die Zuneigung zum Tier auch bestimmt, wie schnell es reitet. Wenn ich Glück habe, ist Beck dann super duper happy mit mir und super duper schnell. So, jetzt gucken wir mal. Das wäre ja super duper. So, was bringt denn jetzt hier das Ganze hier? Einmal Streifen hier bis Kurs 600. Wie bringt denn einmal Opal? Na, geht so, ne? Wenn man bedenkt, ne? Einmal auch umwandeln. Na, schauen wir mal. Gut. Dann schmeiße ich den Rest mal kurz rein. Beziehungsweise mache noch ein bisschen Hibiskusmarmelade. Muss ja gemacht werden für Geld. Also, muss nicht gemacht werden, aber ist halt Geld, ne? Hibiskusmarmelade wurde viel mal hergestellt. Oh. Und Zeug einsammeln sollte ich vielleicht auch noch einsortieren. Das wäre vielleicht auch ganz klug. Nein. 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 Ja. Oh Mann. So, das kommt hier rein. Den Hibiskus behalte ich mal. Vielleicht, komme ich noch, läuft mir noch der ein oder andere her, der Hibiskus mag über den Weg. Das wäre natürlich ganz toll. So, vermutlich heute nicht, weil es hier stürmt und gewittert, aber irgendwann vielleicht mal.
Oh, ich habe schon den Hibiskus doch reingetan. Das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott. Oh my goodness. So, okay. Und hier kommt du. Und noch. So, noch. Ein riesen Haufen an Gemüse und ähnlichen Sachen. Spinat, Paprika, bababababa. Pfirsich, Kirsche, Kokosnuss, Muscheln. Spiel, komm schon mal jetzt. Ach komm, was soll's, ne? Komm, schon noch ein paar, Kokosnussis raus. Wo sind sie? Wo sind sie? Hä, wo sind sie? Kokosnussis? Wo seid ihr? Ach, da. Das sind verdammt viele Kokosnussis. Schon mal 15 Stück. So, und dann mache ich jetzt ganz viel Milch draus. Ich sehe es gerade selbst nicht, weil mein eigenes Gesicht davor ist, aber komm, ich mache einfach mal Saft draus. Ist vielleicht besser, ich weiß es nicht. Yay! Lecker! Gut, haben wir das jetzt auf jeden Fall schon mal erledigt. Gut, dann reiten wir einfach mal nach Lebkuchen. Los geht's, ne? Was reitet so spät durch Nacht und Gewitter? Es ist die Yume und sie benutzt gern Twitter. Folgt mir auf Twitter. Entschuldigung, ich bin gerade von meiner eigenen, von mir selbst beeindruckt, dass ich das so schön gereimt habe. Die Frage ist, verliere ich auch Ausdauer, wenn ich auf einem Kamel reite? Ja. Mist. Ich dachte, ich bekomme da irgendwie, weiß auch nicht, was ich gedacht habe. So, schlürf, schlürf. Los geht's. Nein, nicht absteigen. Wir müssen uns doch beeilen. Immerhin bin ich schnell unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Kamel auf jeden Fall schneller bin. Also, schneller als zu teleportieren und dann zu laufen, meine ich. Aber naja, mal sehen. We can do it! We will rescue Lebkuchen. Lebkuchen. Oh, aber erstmal Sachen einsammeln. Her damit. Nein, ich will... Mein Gott, ich will nicht angeln. Artischocke, ein paar Eichen. Okay, sorry. Ich muss fokussiert bleiben auf mein... Oh, eine Artischocke. Wie? Ach so, ja, ich muss fokussiert bleiben auf mein Ziel. Oh, was ist denn das? Manchmal hasse ich mich ein wenig selbst dafür. Aber naja, ich kann nichts dafür. Ich bin so geboren. Einfach alles einsammeln. Nein, nein, okay, ich konnte widerstehen. Da kann ich nicht widerstehen. Ja. Grasam! Wow! Oh mein Gott, nochmal Grasam. Und was ist das hier? Jetzt ist auch nochmal Grasam, es rastet aus. Königskrautsam. Immerhin kein Grasam. Das muss man schon mal sagen. Nein, ich bin falsch. Aber da gibt es nur Sies. Nein, zu spät. Huhu. Ibims ins Lebkuchen. Hallo. Schön, dass ihr alle auf einmal aus dem Nichts auftaucht. So, mal gucken. Was gibt es denn jetzt hier Freshes? Hey. Na sowas, ihr jungen Leute. Seid auch hierher gekommen. Franz, was führt dich hierher? Nun, es ist geschehen. Nicht mal Streichhölzer können jetzt ein Feuer entfachen. Der Feuergott muss wütend sein, dass wir ihn so lange nicht mehr besucht haben. Der Feuergott? Hast du noch nie davon gehört, Tristan? Hä, hat das nicht gerade Laura gefragt? Der Feuergott wurde einst von einem Vulkan in diesem Ofen hier gebracht. Seit er zum ersten Mal entzündet wurde, hat dieser Ofen immer über Lebkuchen gewacht. Der Feuergott kann aber ein bisschen wankelmütig sein. Aus einer Laune heraus kehrt er manchmal zum Vulkan zurück. Dann beten die Dorfbewohner zum Vulkan und baten den Feuergott um einen erneuten Besuch. Ich hatte auch meine Zweifel, als ich diese Geschichte zum ersten Mal von meinem Großvater hörte. Aber die Flamme des Dorfes ist verschwunden. Jetzt können wir kein Feuer mehr entfachen, egal was wir tun. Wir stecken hier echt in der Klemme. Ein Versuch kann doch nicht schaden, oder? Was müssen wir also tun, um den Feuergott bis zum Ofen zu bewegen? Wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir eine besondere Laterne und eine Opfergabe. Anscheinend soll man dem Feuergott und die Laterne, anscheinend soll man den Feuergott in die Laterne setzen und ihn hierher tragen.
Wenn du zum Vulkan gehst, um ihn zu holen, musst du eine neue Laterne bauen. Und was ist mit der Opfergabe? Willst du sagen, dass du in den Vulkan gehen willst? Nun, Tristan und Laura, jetzt könnt ihr euch vielleicht beweisen. Oh, wie meinst du das, Franz? Man kann die Menschen in Lebkuchen bereits an zwei Händen abzählen, wenn wir das Feuer nicht mehr benutzen können. Genau, wie die anderen werden die Menschen in dieser Stadt verlassen. Die Stadt verlassen wollen, um ein neues Leben zu beginnen. Oh nein, wer bleibt denn noch übrig? Das darf ich nicht zulassen. Lebkuchen ist mein Zuhause. Ich ziehe nirgendwo anders hin. Außerdem hat Yume gerade unsere Ranch und unsere Farm wieder aufgebaut. Alles liegt noch vor uns. Um Lebkuchens Willen werde ich diesen Vulkan aufsuchen. Und ich werde das Feuer zurückholen. Das stimmt, Tristan. Du hast es ganz richtig ausgedrückt. Und Yume und ich werden dir helfen. Du kommst auch mit, Yume? Das habe ich geahnt. Danke für deine Hilfe. Würdest du uns wirklich noch einmal einen solchen Gefallen tun? Wenn ich etwas tun kann, lass es mich bitte wissen. Ich möchte sehr gerne helfen. Oh, so cute. Okay, dann let's go. Zum Wohle Lebkuchens. Wir gehen zu diesem Vulkan. So, dann nehme ich meinen lieben Beck. Und dann becken wir los. Lalalalalala. Hier kann man übrigens wunderbar Weizensamen mitnehmen. Hallo, süßer Bär. Du bist ein dicker Bär. Ich mag dich. Dicke Bären sind immer die süßesten. So, Weizensamen und dann noch ein zweites Mal. Nehmen wir mit. Das Weizen. Also den Weizensamen. So. Lalalalalala. Was gibt es hier noch Schönes? Ich muss immer mal in die einzelnen Ecken gucken, um zu schauen, was es da gibt. Ich war noch nie hier oben. Also wirklich noch nie. Sojabohnen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jemals gelaufen bin. Ich glaube, so weit wie jetzt noch nie. Oh. Oh. Ob jetzt hier gleich irgendwie Team Magma um die Ecke kommt mit dem krassen Pokémon-Kampf. Ah, es ist Ignis. Hä? Bist du das, Whitey? Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen? Den Satz habe ich jetzt nicht erwartet. Was im Himmels Willen machst du hier? Wie meinst du das? Solltest du nicht in den Ruinen schlafen? Ah, das ist also dein Problem. Mir ist gerade erst durch den Kopf gegangen. Ist mir gerade etwas durch den Kopf gegangen. Und jetzt trainiere ich. Sagtest du trainieren? Als Erntewichtel für dieses Land habe ich viele Jahre über Lebkuchen gewacht. Aber seit meine Macht der Aufgabe nicht mal gewachsen ist, hauen jedes Jahr mehr Menschen ab. Da habe ich nachgedacht. Wenn ich mich selbst trainiere, kann ich Lebkuchen vielleicht retten. Und als Konsequenz habe ich mich Tag ein, Tag aus abgehärtet. Wie absurd. Du hast dich so sehr bemüht, dass du jeglichen Sinn für die Realität verloren hast. Ignis, der Jungspund hier ist Yume. Wir reisen zusammen um die Welt. Wir werden die Erntegöttin wieder erwecken. Im Ernst? Die Erntegöttin? Hallo, scheiße Ignis. Schön, dich kennenzulernen. Hey, Yume, was machst du da? Schaust du dich nur um und murmelst vor dich hin? Nun, wir kommen nicht weiter, bis wir den Feuergott gefunden haben. Ich schaue dort drüben nach und du kümmerst dich um diesen Bereich. Ihr seid gekommen, um mich zurückzubringen? Er sagte, du suchst nach dem Feuergott? Das muss ich sein. So nennt man mich in dieser Stadt. Wie ich vermutet habe, das dachte ich, als ich die Ruinen gesehen habe. Wie läuft's denn so im Dorf? Geht es allen gut? Heiliger Bimbam, so wenige Menschen sind noch in Lebkuchen? Es sind schon einige Jahre vergangen, seit ich das Training begonnen habe. Junge, ich hab Mist gebaut. Jetzt, wo du verstanden hast, kommt ein einfacher Vorschlag. Bringe dein volles Gemüt zurück in die Stadt. Das möchte ich sicher tun, aber mein Training ist noch nicht abgeschlossen. Lebkuchen ist auch für mich ein wichtiges Land und ich möchte es unbedingt retten. Entschuldige die Frage, aber kannst du mir eine Laterne und 10 Milch bringen? Ich kann dir ein Stück von mir geben. Okay, das müsste ihnen vorerst genug Kraft geben.
Ich werde mein Training in Kürze beenden. Rette bis dahin die Stadt. Mit diesem Feuer von mir. Okay. Suche nach der Laterne. Oh, hier kann man ein bisschen was anbauen. Das ist ja nice. Okay. Ich soll nach der Laterne suchen. Wo ist denn die? Wir gucken mal auf die Karte, ob wir da irgendwie den Hinweis finden, wo wir hin müssen. Ah, ich muss wieder zurück nach Lebkuchen. Da lebkuchen wir uns mal hier nach unten, ne? Irgendwie sieht das so dämlich aus. Kennt ihr Overlord? Diese Serie mit diesem Online-Game? Wo dieser 1 Old Gordon als einziger übrig bleibt aus der realen Welt und auf diesen riesigen Hamster dann in die Stadt reitet und sich total dämlich dabei fühlt. Noch falls ihr den Anime kennt. Auf jeden Fall muss ich da gerade dran denken, wenn ich auf dem Kamel bin. Das sieht auch so demütigend aus. Okay, hi. Oh, da bist du ja. Du bist hier genau richtig, Yume. Ich habe eine alte Laterne repariert, die seit Generationen im Besitz meiner Familie ist. Na los, nimm sie. Das hab ich natürlich die ganze Milch nicht bei mir, ne? Aber immerhin habe ich die Laterne. Gut, wir haben uns also, eine Laterne organisiert. Jetzt müssen wir nur noch 10 Milch opfern, stimmt? Das schaffe ich. Bringe die Opfergabe dahin. Das mache ich gerne, nur leider ist es schon A, sehr spät. Und B, habe ich gerade 0 Milch. Tja, das Spiel zwingt mich halt eben hier immer so ein paar kleine Päuschen zu machen und Beck einfach mal zurückzulassen. Der sitzt jetzt da noch irgendwie. Ich stelle mir das so vor. Ich bin gerade mit Beck so ein Lebkuchen. Okay, ich teleportiere mich weg. Tschüss. Und bin weg und er sitzt da noch so alleine. Hallo? Hi. Der Arm, aber der findet schon wieder zurück. Ist ein schlauer Typ. Ist ein schlauer Junge. Halten. Hey, hast du einen Hibiskus, my friend? Oh, was? Er steht richtig hart auf Hibiskus. Hallöle, Kanöle. Gut. Nee, es war eine Aubergine. Ich wollte doch eigentlich Hibiskus. Da ist der Hibiskus. Ich mag Hibiskus. Den nehme ich gerne immer mal mit. So, da pflanzen wir noch ein bisschen an, dann gehen wir ins Bettchen und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Ganz durch. Nein, ganz durch natürlich nicht. Nein, 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 nein. So, gucken wir nochmal. Yeah. Weizen pflanzen wir mal ein bisschen an. Ne, kann man ja nie genug von haben. Was haben wir noch so? Auberginis, also Aubergine. Ich sag's immer extra falsch. Wundert euch nicht. Ich benutze auch immer gerne einen falschen Konjunktiv oder falsche Vergangenheitsform oder so. Ich weiß nicht wieso, das ist irgendwie so eine Macke von mir. Also ich weiß, dass es falsch ist, aber ich mag es, weil es immer lustig und dumm klingt. Und deswegen sage ich es halt gerne. Ich weiß auch nicht, es ist so ein Ding von mir. Gut, das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Harvest Moon, eine Welt. Bis zum nächsten Mal. Bye.